Du spielst in dem Film eine aufstrebende Sängerin. Wie nah, also es war sehr nah dran an deinem eigenen Leben. Hat dir das dabei geholfen, dich besser in die Rolle hineinzuversetzen? Also es war im Gegenteil tatsächlich so, dass die Rolle doch sehr komplex war, allein schon durch die Beziehungen zwischen dem Vater und Juli zum Beispiel. Sie selber ist todkrank. All diese Dinge kenne ich von meinem Leben, Gott sei Dank nicht. Daher war das schon eine sehr große Herausforderung, sich da reinzudenken. Ja. Gab es ein Casting für die Rolle oder ist die an dich herangetragen worden, weil ihr euch so einigermaßen ähnlich seid? Nein, also es war tatsächlich so, dass ich eine Anfrage bekommen habe, einen Film zu drehen. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen und mich hat das sehr, sehr berührt. Ich habe natürlich nicht so viel Erfahrung, was Drehbücher angeht, das ist mein erster Film. Aber ich glaube, wenn was berührt, dann kann es nicht so falsch sein. Und mich hat das Drehbuch sehr berührt. Und als dann Axel Prahl noch feststand als Hauptrolle, das war natürlich der Wahnsinn. Und ich habe mich darauf eingelassen und hatte wirklich sehr viel Spaß und bin sehr gereift an der Erfahrung. Du hast es gerade schon gesagt, Axel Prahl spielt deinen Vater in dem Film. Er ist selber Musiker. Habt ihr am Set auch gemeinsam nebenbei Musik gemacht? Ja, also wir haben ja im Film sehr oft Momente, wo wir zusammen singen und da haben wir natürlich auch neben der Kamera ein bisschen gesungen und Musik gemacht und ich bin sehr beeindruckt, wie leidenschaftlich er doch Musik macht. Ich wusste das tatsächlich nicht vorher und finde es auch toll, dass er jetzt endlich mal zeigen kann, was er kann. Wie würdest du die Stärken und Schwächen von deiner Rolle Juli bezeichnen? Boah, die Stärken und Schwächen von Juli. Ich glaube, die Stärke ist, dass sie ihrem Herzen folgt und auch zulässt, die Zeichen richtig zu deuten, die sie bekommt. Und Schwäche, ach ja, ich glaube, man kann die Schwächen nicht so bezeichnen, weil jede Schwäche hat auch was Gutes. Es macht einen aus. Ich glaube nicht, dass Schwächen was Negatives sind. Juli entwirft in dem Film ein ziemlich falsches Bild von sich selbst in der Öffentlichkeit. Hast du ähnliche Erfahrungen in deiner musikalischen Karriere gemacht? Also ich kann nur von mir immer sprechen. Ich folge immer meinem Herzen und glaube auch, dass man eine Rolle oder eine Maske nicht lange aufrechterhalten kann. Deswegen bin ich immer sehr Fan von, wenn man einfach ist, wie man ist und sich nicht verstellt.